Spark in unserem Shop. Ich glaube, Leute halten sich halt nicht an den Preis. Was soll man da machen? Ich kann nachgucken, ansonsten wer sich was genommen hat, ohne zu Also ich müsste bezahlen. es jetzt höchstens nochmal in der Watch checken. Da ist ja ich habe ja heute mehrfach die Kisten und so aufgemacht. Aber es ist jetzt halt nicht die richtige Bezahlung drinne. Und es fehlen mehr Totems als vorher. Ja, Also da hat also dann, da muss dann wahrscheinlich jemand die Zeche geprellt haben. das kann gut sein. Also ich kann, wie kannst du, wie gesagt, einfach nachgucken, dann stehe ich schwarz auf weiß fertig. Ich finde es irgendwie ein bisschen traurig, dass wir so ein Plugin halt brauchen auf dem Server, weil es ja immer wieder Leute an Dinge nicht halten so. Aber wir haben es. Wie viele Totems sind weg? Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das müsste ich in der Watch checken. Also ich weiß, dass heute definitiv zwei verkauft wurden. Aber da ist einmal wurde da reingegriffen, weil da auch einmal so random in so eine obere Reihe reingegriffen wurde. Und es wurde heute auch einmal mit Eisen bezahlt. Das haben wir ja schon Augen zusammengekniffen und gesagt, ja, hier komm, zahl halt mit Eisen. Also es geht darum, jemand hat Totems genommen und nichts dafür reingelegt. Ja. Und das ist heute passiert. Das muss heute passiert sein, ja. Also 8 Totems wurden genommen und ich gucke mal, wie viel derjenige bezahlt hat, ja? Ja. Bezahlt wurde mit 22 Dias. Jupp. Ich würde das dann aber auf dem Discord Also, klären, wenn dann, ne? ja, Ja, also ja. Ich insbesondere, würde. ja, also man sieht es halt im Stream bei mir jetzt natürlich, wer es schon Oh. gepickt hat wieder. Ach so, oh. Weiß jetzt auch nicht, Das ist, wie, also ob das ja. so critical halt ist, ne? Weil da, das, so in anderen Situationen hat man auch schon mal geguckt, was wo passiert ist und so. Aber um 19 Uhr hat derjenige auch in gewissen Zeitabständen, teilweise mit einer Stunde Abstand oder so, sich mal welche genommen noch. Und dann einmal um 19:02 was reingelegt, aber um 19:28, 32, um 20:23 ist sich jeweils nochmal eins genommen, ohne zu bezahlen halt, ne? Ja, wahrscheinlich Totems gepoppt oder weiß ich nicht. Also es ist ja. Ich will jetzt ja nicht den Oberspießer raushängen lassen, aber es geht, es ist ja halt ein Handel, wenn der Preis nicht Nee, es ist passt, schon dann, richtig ne? so. Ja. Das, also, ich finde das auch äußerst unangenehm immer. Weißt du, ich will die Leute nicht für irgendwas bestrafen. Shop-Regeln sind so ein bisschen separat von den normalen und auch so ein, vielleicht so ein ganz kleines bisschen lockerer, wenn man ein Item hier oder da, das ist halt so ein bisschen so Kleinigkeit und ich will da mal nicht den Spark raushängen lassen, ne? Das Problem ist, die Leute machen halt selbst Unsinn und ärgern sich dran, wenn ich guck und hinterher bin. Dann bin ich immer der böse Admin und deswegen mögen die mich nicht. Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Dann sollen sie sich von Anfang an einfach benehmen. Also ich kann dir sagen, wer es war. Und dann spreche ich ihn einfach nochmal an und versuche das zu klären. Ja, wer hat sich denn bedient? Welchen von den Kollegen hier vertraust du am wenigsten? ja, frag. Gambo! Das ist krass. Das wäre jetzt so ein Plot-Twist. Das wäre ein Überplot-Twist. Dann frag doch mal wichtiger nach. Oh mein, nein. Als ob der hat sogar einmal den richtigen, der hat sogar für den Preis stand der sogar ein. Der hat sogar einmal an der Bühne, an der Tribüne war, dass er den Preis verteidigt. Uff, das hätte tief. Ja. Das neue Faktenbuch ist mega. Der erste Kommentar dazu aus meinem Chat. Es ist raus. 202 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Das letzte Faktenbuch von Spark. Ich werde meine Zeit demnächst etwas anders nutzen. Lohnt sich. Die Trilogie wird vervollständigt. Wer es noch nicht mitbekommen hat, überall dort, wo es Bücher gibt, Link in der Beschreibung. Also Okay, ist halt danke, da so werde ich dann ein, schon so ein nachhaken. Konstrukt hier, auch ein soziales Konstrukt. Man ist halt, man hält sich halt an alles und so. Aber das passiert schon häufiger, dass sich Leute was nehmen, gelegentlich jetzt in letzter Zeit, ohne zu bezahlen. Also entweder ich muss das ein bisschen strenger verfolgen, ne? Oder ich habe halt immer die, ja, ich guck mal hier. Ja, Mich ärgert also das das einfach. einzig andere, was man halt machen könnte, ist, man baut halt so eine richtige Redstone-Maschine, ne? Aber die zimmert man halt auch nicht in 2 Tagen hin, die das perfekt auscountet und dann auswirft. Aber dann können die sie immer noch reinbauen, was holen, wenn sie was Ja, brauchen, das so. stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist halt immer alles Mist. Ich weiß auch nicht. Mich ärgert das. Ich weiß auch nicht, wie streng ich Dinge verfolgen soll bei einem Streamer-Projekt, sozusagen. Nee, jetzt Aber. wissen wir es ja. Das ist ja das Ding, man weiß es dann halt einfach nicht, ne? Dann fragen wir ihn einfach und dann wird das Komm, wir schon. pfeifen den her. Großer, Hallo? hast dich im Shop bedient, hä? Bruder, ich bin gerade am Farm deswegen. Ach so. Warum hast Mir du wurden denn. heute 4 Totems gepoppt von Hugo und so. Und ich will meinen ersten Totem bekommen. Und Aber dann schreib doch einfach. Jetzt mussten wir kurz raus. Ich hatte schon Angst, dass der Shop Dickbub geklaut ist. Doch kein Problem. Da hätten wir einfach auf Pump gemacht. Oder das ist doch. So Nein, musst du mein jetzt. Bester, alles gut. So musst du Aber Bruder, jetzt Spark ich bin Stammkunde Nummer 1, nachschauen. Junge. Ich gehe die ganze Zeit Ja, hin. deswegen, ich habe auch gerade richtig enttäuscht Und ich gesagt, dass du versuche die. Stammkunde bist. Und das dann zu hören, hat mir richtig Ich bin die das ganze Herz Zeit voll am. gebrochen. Nein! Oh! Ich bin jetzt am Dias kratzen, weil ich wirklich
halbe Stunde zu halbe Stunde ein neues Totem mir holen muss. Das ist verrückt. Na, ja, aber ich mach das dir, nächste ich mach Mal dir, frag einfach nach. Frag, dann ist alles cool. Das, da hätte ich ja, doch sofort gesagt, Event ich weiß doch, bisschen, dass dir. Bisschen, ja, ja. Ich weiß doch, dass dir das wichtig ist, da jetzt nicht zu sterben, auch mit dem, weil du da ja immer hinterher bist mit dem Combat-Loggen. Combat-Logge nicht? Hm? Oder? Hm? Nein, wer weiß. Doch nie Combat-Log, glaube ich. Ah, ne, okay. Ja, hab ich mich verguckt. Ja, okay. Nee, ja, sorry, deswegen. Retalk, ich wusste nicht, dass das. Ja, nee, dann ist alles cool. Ich verstehe die, den. Wie sagt man? Ja, vor allem bei Totems. Ne? Es geht halt drum, es ist unsere einzige Einnahmequelle, dieser Shop. Man kann es doch ganz simpel machen, einfach ein Schild hinpacken. Ja? Einfach mein Schild hinpacken, hier, konnte ich bezahlen, ich schieb's mir danach, Grüße wichtiger, zack, fertig. Easy. Genau, bevor man die Zeche prellt. Aber ist ja okay, dann nächstes Mal als einmal blaues Auge, passt schon. Hab ich die Zeche sozusagen jetzt gerade geprellt, ja, ne? Ja, so. Okay. Ja. War wahrscheinlich ungünstig, es ist jetzt gerade passiert, also... Ja. Ja, dann einfach ungünstiges Timing, weil ich gerade hier vorne die Kisten angefangen aufzuräumen und dann dachte, okay, yeah. Warum sind hier Totems verschwunden? Ja, check. Ja, nee, easy, alles gut. Ja, ist gut, wenn du bezahlst, dann passt das schon. Ja, klar bezahlt. Ja? Ich glaube an dich. Geil. Und ich, wie Alright. gesagt, auch als Top-Kunde, na, dann lass so mal ein Gammo, gib mal als Top-Kunde, gib mal einen Rabatt raus. Wow. Ja, safe. Wie viele hattest du jetzt genommen? 8. Oh. Insgesamt, weil ich habe auch schon echt auf der normalen gekauft. So. Ja, du gegeben. Hattest heute auch schon normal gekauft. Ich weiß aber nicht, ob ich die aus der Kiste oder ob ich die aus dem... Kopf gehabt. Alleine heute 8. Rausgenommen? Ja. Genau, das weiß ich, ja. Aber bezahlt davon habe ich bestimmt 3, 4. 3 oder 4. 22 Dias hast du bezahlt für 8 Totems. Mach das durch 9? Okay, es sind 2,5. Ja, okay. Naja. Dann lasse ich dir ein Totem. Dias. Kriegst du die Dias, alles gut. Ja, ich erlasse dir ein Totem. Mach dir keinen Kopf, mein Bester. Alright, ich müsste dann wieder von dann ziehen. Sorry ja. nochmal. Ja, alles kein cool, Kopf. Alles cool. Du weißt, easy. Alright. Jojo, viel Spaß. Danke. Der Top-Kunde, oh mein Gott. Unser einziger Kunde. Dann beklaut er dich und du gibst auch noch Rabatt. Ja, komm, weil er halt der einzige Kunde ist. Spark, er ist der einzige. Und er ist schon so pleite, weil er die ganze Zeit kauft. War die Verzweiflung, sage ich. Sag ehrlich, ich bin zu nett für Craft Attack. Oh mein Gott, das Portal ist jetzt ebenerdig. Oh, jemand hat das gefixt. Ich. Cool. Danke, Spark. Ich habe aufgeräumt. Das war gestern schon. So, dann muss man ganz kurz gucken, wo Basti zockt ist. Da. Bin ich Dr. Watson? Was geht ab? Nicht? Hello, okay. Spark. Spark, bei mir wurde meine Figur gesprengt. Jemand hat in meinen Aufzug TNT reingemacht und jetzt ist der Aufzug kaputt. Also hat mich getrollt damit. Ich würde gerne, dass du checkst, wer das war. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Aber macht das nicht irgendwie auch das Roleplay für dich kaputt, Basti, dass du nicht weißt, wer es war und herausfinden musst, wer es war? Ja, es gibt also ich sag mal so, ne, die Frage ist auch, wie weit ich immer eingreifen soll. Du hast jetzt hier ein Loch, wo ungefähr 12 Gravel fehlen. Kannst du das nicht einfach reparieren? Nein, ich möchte nur herausfinden, wer es war. Also natürlich kann ich das reparieren, das ist ja gar kein Problem. Ich möchte nur herausfinden, welche dreiste Person auf die Idee kommt, hier bei mir sowas zu machen, etwas zu zerstören. Spark, ja, welche Person aus deinem Umfeld ist am wenigsten vertrauenswürdig, Basti? Wer würde sich sowas trauen, Basti? Ich finde das echt eine Sauerei und finde, derjenige sollte tot durch Amboss Oh, sorry, Spark, ich hab dich geschlagen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es war gerade im Affekt. Dann geht's jetzt wieder. Nein, Spark! Dann war's das. Mann, Kroko, dann musst du doch mein Dr. Watson sein. Okay. Nicht Spark, Dr. Watson. Okay, ich fühle mich geehrt. Muss ich da vorbeikommen? Müssen wir Indizien suchen? Ja, wir brauchen ja irgendwelche Hinweise. Also die zu kleinen Kleinigkeiten lohnt sich das ja auch echt, ne? Das ist keine Kleinigkeit! Für mich ist das... Vor allem sind die Windcharts zerstört worden, ja, dein kleiner Zeh wurde gesprengt, also es gibt Schlimmeres. Spark, Mann! Blizzard, warst du es? Hallo. Blizzard, grüß dich! Nee, ich tu deinem Zeh nicht weh.
Ey, jemand hat meinen Aufzug gesprengt und ich muss wissen, wer es war, weil derjenige wird leiden. Ja. Willst du ihm so richtig das Leben zur Hölle machen? Koko, ja, ich hab genug vielleicht TNT. Deinen Support kurz. Oh ja, jederzeit. Hä? Aber nein, Dr. Watson, noch, bleiben Sie da! Ich bin noch Dr. Watson. Lass mich kurz die Info einholen, was es gibt von Blizzard. Ich möchte einen Shop bauen und ich habe die Frage, ob es okay wäre, das neben dem Nuka-Cola zu bauen. Natürlich wäre das okay, natürlich. Überhaupt kein Thema. Es ist halt so, ich werde da einen Kometen reinfallen lassen und die Umgebung muss dann auch ein bisschen zerstört aussehen. Aber ich finde, das passt eigentlich ganz geil zu. Mach ruhig, alles gut. Alles gut. Okay, wunderbar. How's the Rhine? Ich bin gespannt. Ich hatte erst vor, den Kometen durch den Shop von Pumi zu jagen, aber das wollte er irgendwie nicht. Ja. Weil da ist so eine schöne Fläche, da könnte man Kometen durchschießen. Naja, okay, danke, das war's auch schon. Gerne. Spark, wenn du jetzt eins und eins zusammenzählen müsstest, was würdest du glauben, wer es war? Ich würde sagen, du könntest Folgendes machen. Ach, ich habe eine Anleitung für dich. Du schließt die Augen, drehst dich um 180 Grad und wenn ich bis 3 zähle, machst du die Augen auf, okay? In Minecraft. Also, ne, schließ die Augen in Minecraft. Spark, hör auf zu trollen. Nein, bitte. Schließ die Augen in Minecraft. Also nicht nur Minecraft, sondern mach dir die Augen zu und dreh mit der Maus 180 Grad. Spark, was muss ich tun, dass du dieses Tool benutzt? Basti, du musst das jetzt einmal machen. Spark, mach die Augen zu, dreh dich um 180 Grad. Ich bin doch nicht der Kaspar für alle. Du machst dich gerade nur noch lächerlicher. Das ist ja gerade der größte Witz. Basti. Augen zu, in Minecraft 180 Grad zählen und dann zähle ich runter. Lächerlich. Spark, ich wurde gesprengt. Jedem anderen würdest du sofort sagen, ey, das war der und der. Und bei mir tust du es wieder nicht. Womit habe ich das verdient? Es ist gerade so witzig. Basti, mach doch einfach das, was ich sage. Warum sollte ich das tun? Die Frage ist, vertraust du Spark oder vertraust du Spark nicht? Komm, gib ihm halt mal eine Chance. Ich vertraue ihm, wenn er dieses Tool da verwendet. Ich verwende es danach. Du verwendest es danach, okay. Ja. Ich drehe mich. Warte. Du machst die Augen zu, drehst dich in Minecraft. Ich sag dann Stopp, wenn du richtig gedreht bist, okay? Du musst nicht genau wissen. Dreh dich einfach nur langsam, ich sag dann Stopp. Du hast nach oben geguckt, nicht nach hinten. Das ist schon wieder schlecht. Ja, aber ich hab die Augen zu. Ja, okay, warte, dann steuere ich dich mit der Maus. Okay, pass auf, mach mal die Maus runter. So, guck, wenn du nach unten gucken willst. Das ist zu weit, langsamer. Bist du wieder hoch? Ich hab die Augen ganz zu. Ganz kleines bisschen hoch. Ja, stopp, jetzt hast du dich doppelt gedreht. Dreh dich mit der Maus ein bisschen nach rechts. Na, ein bisschen, du fährst einen halben Kilometer, du machst 180 Grad langsam nach links drehen. Ganz langsam nach links drehen, das ist rechts. Ich dachte von dir aus nach links. Nein, ich steuere dich schon nach links, mit der Maus nach links drehen. Weiter. Nein, jetzt bist du gelaufen, aber ist egal, kannst dich trotzdem weiter drehen. Okay, pass auf. Ganz leicht nach unten neigen. Ganz, ganz was leicht. Was ist das? Was soll das für eine Scheiße, Spark? Ich hab keinen Bock mehr da drauf. Mann. Ja, dann. Du trollst nur rum. Nein. Ja, dann guck doch. Dr. Watson, dass sie bereit sind, andere Basen mit mir zu sprengen. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wer. Wen sprengen wir, Spark? Komm, jetzt mach das Tool. Ich hab das gemacht, so was gut. Du gesagt hast. Darf ich mal ganz kurz ein Meme nachspielen, Basti? Was für ein Scheiß? Ah, was? Muss kann das sein, dass du dumm bist? Hör jetzt auf, mich hops zu nehmen und mach dieses Tool. Sag mal, Digga, hinter dir steht einer mit zwei TNT. Was glaubst du, wer es war, Sherlock? Ja, das ist mein Handlanger. Der ist schon bereit zum Sprengen. Was, ich sehe es ein. Sehe es ein. Ich habe deine Base gesprengt. Ja. Wir wussten das schon von Anfang an, alle beide. Ist das dein Ernst? Es war anders gelaufen wie geplant, weil wohl noch ein Windcharge mehr drin war. Aber ja. Du hast bei mir gesprengt? Ja, hör zu. Der lockt sich extra mit dem Orkskin noch ein und du checkst es nicht. Hast du es wirklich nicht gecheckt, Basti, oder hast du die ganze Zeit so gespielt? Ich habe echt schon an dir gezweifelt. Ich habe mich zwischendrin immer wieder gemutet und habe gesagt, natürlich weiß ich, dass es Kroko war. Natürlich weiß ich es. Ey, du hast 5 Dispenser, oder? Ja. Ja, ich habe nur 4 gecheckt. Mhm. Weil der 5. hat das TNT nach oben aus dem Wasser rausgeschossen wahrscheinlich. Aber meine schauspielerische Leistung war schon ziemlich gut, dass ich Spark so überzeugt habe, dass ich doof bin, ne?
Oder? Es ist jetzt positiv, wenn du dich dumm stellst. Es ist auch immer es wieder war mal. Doch gut. Ich bin jetzt in eine Rolle geschlüpft und jetzt bin ich wieder normal. Nur, damit es jetzt für alle hier klar ist und keiner durcheinander ist und jetzt Spark mad ist und in den Mute geht. Okay, können wir weitermachen? Vorsicht, keine, jetzt Vorsicht. Ich habe doch nichts gesagt. Vorsicht. Ja, also Basti, es war nicht geplant, dass was kaputt geht. Ich wollte vielleicht ein wenig an deinem Lebensherzen nagen. Ist doch okay, es ist ja nur ein Aufzug. Um dir die Coca-Cola schmackhaft zu machen, weil die heilt nämlich Herzen sehr schnell und die Klimptum noch schneller. Denk drüber nach. Es ist doch okay. Also ich finde es ja lustig, dass da was in die Luft gegangen ist und was schief gegangen ist. Ich habe sogar gehofft, dass ich dabei draufgehe, damit ich noch mehr eskalieren kann. Aber wusstest du es vorher schon, dass da was drin ist? Nee. Ja. Doch, es hat echt? Mir jemand im Chat, hat jemand gespoilert, aber weißt du, du guckst halt plötzlich in den Chat und dann kannst du es halt nicht mehr außen, du kannst halt das kannst du ja nicht vergessen. Ey, ja. Fuchsel hat keiner gespoilert. Basti, ihr habt jetzt, beschämt euch.